Unweit der Stadt Bachmut im Osten der Ukraine feuern ukrainische Soldaten auf eine russische Drohne mit Maschinengewehren und Flakgeschützen. Mit der Drohne wollte die russische Armee offenbar ihre Stellungen ausspähen. Wir haben eine russische Orlan-Drohne entdeckt, die eine Aufklärungsmission ausführte, mit der die Russen die Position unserer Artilleriegeschütze auskundschaften wollten. Wir unterstützen unsere Artillerieeinheit. Wir haben das Ziel identifiziert, geschossen und dem Feind nicht erlaubt, seine Mission zu vollenden. Die Orlan war gezwungen, ihre Aufgabe aufzugeben. Nach mehr als einem Jahr festgefahrener Kämpfe geht Moskau in der Ostukraine wieder in die Offensive und setzt viel Personal und Artillerie an der Front ein, um Gewinne zu erzielen. Zuletzt haben die russischen Truppen die Stadt Avdiivka erobert. Kiews Soldaten leiden unterdessen unter einem Munitionsmangel und der Verzögerung wichtiger, dringend benötigter Hilfe durch politische Querelen in den USA. Auch deshalb erfüllt die Luftabwehr eine wichtige Rolle, um die eigenen Artilleriegeschütze zu verteidigen. Zumindest erlaubt die Luftabwehr dem Feind nicht, seine Mission zu vollenden. Es ist möglich, die Drohnen abzuwehren. Sie zu zerstören, das ist schwieriger. Die G7-Staaten wollen am Samstag über die prekäre Lage in der Ukraine beraten, unter anderem auch mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky.